Ein außergewöhnliches Hilfeersuchen beschäftigt jetzt die Kriminalhauptkommissare Hans Fröndenberger und Klaus Schäfer. Eine junge Frau kann ihren Rollstuhl nicht mehr steuern. Was ist das? Was ist das? Das ist bei uns am Hof. Hä? Hallo? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Bleiben Sie mal stehen. Was ist denn hier los? Halt mal fest, Ich hab ihn. Der muss doch der Hauptschalter. Ich hab ihn. Ja, diese Situation war völlig skurril auf dem Platz. Der Rollstuhl drehte sich in einer Tour. Wir konnten ihn nur durch Kraftanstrengung festhalten. Ich habe mich dann an den Wagen begeben von unten. Ich kenne mich eigentlich sonst auch gar nicht so aus mit den Dingern, aber da muss irgendwo ein Hauptschalter sein. Und den habe ich gefunden und dann blieb das Teil tatsächlich stehen. Was ist das denn hier? Was ist hier passiert? Hallo. Ja, genau deswegen. Die ganze Zeit passieren solche Sachen mit meiner Tochter. Was für Sachen meinen Sie? Jetzt auch hier. Das ist doch nicht normal. Sie ist gestürzt von der Leiter. Portemonnaie geklaut. Oh, was war denn jetzt fertig? Hier mit diesem Elektro-Rollstuhl? Was ist da ich bin der Meinung, der ist jetzt auch manipuliert. Das kann nicht sein. Ich mache Ihnen mal einen Vorschlag. Wenn Sie laufen können, wir gehen mit Ihnen mal kurz rein. Kannst du mal gucken? Manipuliert, ich meine, der muss können ja manipuliert sein. Können Sie aufstehen? Können Sie aufstehen? Der Rollstuhl, der dreht sich ja nicht automatisch im Kreis. Sie da einmal frei, da ist nichts passiert. Und Sie haben hier? Oh, Klaus? Ja. Klaus, ich habe hier tatsächlich was. Was denn? Kleinen Moment noch. Ich habe hier da sind zwei Kabellose. Ja. Warte mal, ich weiß. Ja, da sind zwei Kabel auf jeden Fall lose. Ja. Björn. Da ist wahrscheinlich tatsächlich was manipuliert. Ich habe mal gefühlt, da sind Kabel unten lose. Ja. Bringt doch bitte mal den Rollstuhl gleich in euer Fahrzeug, also in den Bulli, und bringt ihn zur KTU. Die sollen mal auf technische Manipulation das Ding untersuchen, ja? Okay, ja, machen wir. Gehen wir mal mit sofort dann gleich. Okay, wir bringen sie mal im Hoch. Den Kommissaren entgeht nicht, wie besorgt die Mutter um ihre Tochter ist. Bei der Befragung ermitteln sie schnell, dass die Sorgen der Frau nicht unberechtigt sind. Erzählen Sie doch mal bitte jetzt in allen Einzelheiten, was Sie uns unten schon angedeutet haben. Sie vermuten, dass da mehrere Dinge passiert sind, die nicht dem Zufall entsprechen. Da sind mehrere Dinge passiert. Bis jetzt ist es eben immer glimpflich ausgegangen, bis heute Morgen. Ich habe auch Aufnahmen gemacht. Ich habe Sachen aufgezeichnet, wo sie sagt zwar, das wäre nichts, aber da sind Sachen gut mit der Leiter heute. Jetzt das mit dem Rollstuhl war ja der beste Beweis. Dann haben wir Öl auf der Treppe. Mit dem Rollstuhl, das haben wir gerade mitbekommen. Was war mit der Leiter? Sie ist heute von der Leiter gefallen. Aber ich muss dazu sagen, das ist alles meine Schuld. Mir geht es einfach in den letzten Tagen so schlecht. Und ist es Ihre Schuld, dass der Rollstuhl sich im Kreis dreht? Nein. Also da sind so viele Sachen im Moment. Also ich vermute. In welchem Zeitraum ist das alles passiert? Wann fing das an? Das ist jetzt in den letzten 2-3 Monaten gewesen. Hallo? Ja, also ich habe, wie gesagt, Die Ermittler entnehmen dem Telefonat, dass sich offenbar auch die Anruferin große Sorgen um das Opfer macht und auf der Wache erscheinen will. Darf ich mal fragen, wer jetzt zur Wache kommt? Meine beste Freundin, die hat auch. Die wohnen hat alles mitbekommen. Haben Sie eine WG zusammen? Genau. Ja, ist auch okay, wenn die noch dazukommt. Ja. Also Sie sagen, Sie haben den Stick. Wir haben oben in der ersten Etage. Trauen Sie sich zu, noch eine Etage raufzugehen? Ja. Ja? Vielleicht können wir das mal gemeinsam anschauen. Ja, bitte. Also okay. Deswegen. Ja. Die Polizisten müssen klären, ob es sich bei den zahlreichen Unfällen der jungen Frau um schwere Anschläge oder um zufällige Unglücksfälle handelt. Dass die Mutter einem Instinkt folgend Beweisfotos gemacht hat, bringt die Ermittlungen einen entscheidenden Schritt voran. Also da habe ich auch gesagt, da ist doch irgendwas dran gemacht worden. Deswegen habe ich dann die Fotos gemacht. Da hat sie den Fahrradunfall gehabt. Gott sei Dank ist da nichts passiert. Das sieht doch aus wie gefaked. Das ist doch gefaked, das ist angeschnitten. Richtig angeschnitten. Angesicht. Ich sag doch, das kommt doch nicht von alleine. Sie sagen, das Fahrrad wäre schon etwas älter, aber das ist doch keine Gebrauchsspur. Und das war in Ordnung. Was ist das jetzt genau? Das sind die Treppenstufen zur Wohnung hoch.
Und da habe ich auch gesagt, also da ist nicht nur auf einer Stufe, sondern das ist so drei Stufen, als ob da einer Salatöl oder so ausgegossen hätte. Haben Sie das mal das, angefasst? Wie, ist das wie Salatöl war okay. Das, ja. Und das war auf allen drei, also auf drei mindestens drei Stufen verteilt. Und ist sie dann auch ausgerutscht, aber außer ein blauer Fleck. Aber das solche Sachen. Aber das ist ja richtig gefährlich. Die Summe aller Vorfälle, die Tochter jetzt erlebt hat, das Fahrrad war schon sehr stark beschädigt. Das war schon mehr als Sachbeschädigung, das war schon Zerstörung. Die Treppe mit dem Öl, gut, das kann passieren, aber in der Summe kann man sagen, es ist einfach ein Tick zu viel. Haben Sie einen Freund, von dem Sie sich getrennt haben? Nein. Haben Sie einen, der in Sie verliebt ist, der Sie... Was ist denn mit dem Kollegen, mit dem du dich... seitdem du dich mit dem getroffen hast, ab dem fing das an mit diesen Sachen. Wer ist Jason? Wie heißt der Jason? Jason Kranz. Kranz. Ja. Wie alt ist der? 23. 23 Jahre. Das ist ihr Arbeitskollege, mit dem hat sie sich getroffen und danach hat er... Möchte er mehr von Ihnen? Nein, also wir haben uns ein paar Mal getroffen. Ja. Aber... War da irgendwas nicht, bei Ihnen? Nee. Da wurde aber auch nichts mehr draus. Also, und warum nicht? Wenn ich fragen will. Der hat einfach nicht mehr mit mir geredet, ich weiß es auch nicht. Die Beamten erfahren, dass die Unfallserie des Opfers nach dem Date mit ihrem Kollegen angefangen hat. Da er sich danach plötzlich veränderte, vermuten die Polizisten einen Zusammenhang. Sie lassen den Mann polizeilich überprüfen. Noch ehe die Ergebnisse vorliegen, trifft die Freundin und Mitbewohnerin der jungen Frau ein. Ja. Claudia. Ach, Sie sind in einer WG, das ist Ihre Freundin, ja? Genau. Ja. Okay, Freundberger, Kripo Duisburg. Kripo Duisburg. Ist Ihnen noch was aufgefallen, was in den ganzen letzten Wochen ja, so passiert ist? Ich habe mir auch noch mal Gedanken darüber gemacht. Sie war ja im Krankenhaus und da war der Jason heute Morgen auch. Jason. Und genau. Und er hat eben auch an diesem Rollstuhl rumgespielt. Wir gehen mal eben kurz raus. Wir müssen mal ganz kurz was besprechen. Ja, kleinen Moment bitte. Das ist für mich eine ganz komische Geschichte. Es läuft alles auf diesen Jason raus. Ja. Aber sie muss uns noch mal ganz detailliert sagen, wann das mit dem Fahrrad war, wann sie wo was gemerkt hat. Was mich immer noch wurmt, die blockt das irgendwie. Das ist alles bei ihr harmlos. Naja, sie setzt das als Zufall. Ja. Überprüfungs durch. Ja. Ja. Haben wir jetzt durch. Der ist auffällig geworden, letztes Jahr. Häusliche Gewalt und in der ehemaligen Wohnung mit seiner Ex-Freundin. Okay. Johnny, könntest du den Stuhl mit runternehmen? Ja. Das wäre lieb von dir. Seid ihr jetzt raus? Wir fahren gleich noch mal raus. Wir müssen dann mal feststellen. Ja. Frau Hagen, ist der Jason zurzeit bei Ihnen im Fitnessstudio? Arbeitet er jeden Tag? Ja. Sie haben immer die gleiche Arbeitszeit, also Sie arbeiten dort keinen Schichtdienst. Sie haben, genau. Der müsste jetzt da sein. Ja. Denn ich glaube, wir würden uns ganz gerne mit dem Herrn einfach nur mal unterhalten. Einfach noch mal feststellen, was er dazu zu sagen hat. Bis jetzt ist es ja noch kein Tatvorwurf. Es ist ja nur, dass er komischerweise in allen Fällen irgendwie involviert ist. Die Polizisten wollen in dem Fitnessstudio nicht nur den Arbeitskollegen vernehmen, sondern auch mehr über den Unfall mit der Leiter erfahren. Für ihre Ermittlungen lassen sie sich daher von der jungen Frau und ihrer Mutter begleiten. Kripo Duisburg, Klaus Schäfer. Schwanenberger, Kripo Duisburg, hallo. Kripo Duisburg? Ja. Was für ein Grund? Was ist hier passiert? Darf ich fragen, wie Sie sind? Haben Sie einen Namen? Ja, ich bin der Jason. Okay. Und aber ich meine, was ist denn jetzt los hier? Die junge Dame hatte heute Morgen hier in ihrem Fitnessstudio einen Unfall. Sie ist von der Treppe oder von der Leiter ist sie irgendwo runtergefallen. Und wir haben so ein bisschen Zweifel und würden uns ganz gerne die Leiter einmal angucken. Ist gerade echt ungünstig. Ja, auch wenn das ungünstig ist. Wir haben hier Ermittlungen durchzuführen und da müssen wir mal ganz kurz uns diese Leiter anschauen. Wir haben gewisse Verdachtsmomente und die müssen wir erhärten oder entkräften. Ja, wenn Sie wollen, können Sie sich die gerne anschauen. Ja, dann zeigen Sie uns die bitte mal. Der Fitnesstrainer war Augenzeuge des Unfalls. In seiner Vernehmung gibt er an, dass die Leiter plötzlich weggerutscht ist. Den Beamten reicht ein kurzer Blick auf die Sprossen, um zu ermitteln, warum. Klaus? Guck mal, wie sauber das gesägt ist. Aber das ist nicht durchgebrochen. Das ist auch kein Materialmangel. Da hat einer sauber dran und manipuliert. Das ist die Leiter, ist ne? Sie, ja. So, also ich sehe das jetzt gerade das erste Mal, ganz ehrlich. Also ich habe das vorhin nicht gesehen. Keine Ahnung, wie das... Wie oft benutzen Sie denn die Leiter hier? Ich eigentlich eher weniger. Nur eigentlich Sarah zum Boxsack aufhängen, aber ich eigentlich nicht. Wer hat denn noch Zugriff auf die Leiter hier? Wer ist denn noch im Studio? Eigentlich nur.
Und Sie beide. Und Sarah, ja. Jason, das ist ja nicht das Einzige, was passiert ist. Heute ist mit dem Rollstuhl, den Sie bekommen hat, im Krankenhaus auch was passiert. Aber ich meine, worauf wollen Sie jetzt hinaus? Im Krankenhaus waren Sie doch auch. Ja, schon, schön und gut. Also aber wissen Sie, um welchen Rollstuhl es geht? Ja, ich weiß, worum es geht. Und wir haben auch noch eine Freundin von der Sarah, die kennen Sie auch, die uns gesagt hat, Sie hätten irgendetwas an diesem Rollstuhl gefummelt. Ach, das ist doch absurd. Was habe ich denn mit dem Rollstuhl zu tun? Ja, aber seitdem wir Kontakt haben, passieren mir so welche Sachen. Ja, dann, dann kann das nur reiner Zufall sein. Aber was habe ich für ein Motiv, da irgendwie, dir da irgendwie was, keine Ahnung, unterzubringen? Du hast danach aber so seltsam immer verhalten und schneidest sie und... Ach, das ist völliger Quatsch. Ganz ehrlich, wenn dir irgendjemand was zu verbergen hat, dann bist du das. Ja, ganz ehrlich. Wie meint ihr das sicher. Denn? Wie meint ihr das denn? Was soll ich sagen? Ja. Also ich habe da ein Foto neulich auf der Theke gesehen, beziehungsweise im Umschlag. Mit einer Telefonnummer drauf und ja, da hat man eindeutig gesehen, wie du dich da mit irgendwelchen Männern im Hotel Chelsea triffst und keine Ahnung. Ja, hundertprozentig. Kennt ihr das Hotel Chelsea? Hundertprozentig, definitiv. Nein, dann zeig doch das glaube ich nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne sehen. Ja, dann zeigen Sie mal. Ja, alles klar. Komm, dann kommt man. Na, dann nehme ich mal mit nach vorne. Der Arbeitskollege der jungen Frau hat sich von ihr zurückgezogen, weil er aufgrund mehrerer Beweise glaubte, dass sie als Escort-Dame tätig ist. Ob der Verdacht richtig ist, ermitteln die Beamten schon beim ersten Betrachten der Fotos. Legen Sie mal hier in die Fotos. Gucken Sie sich die mal an und eindeutig das zu erkennen. Ist das nicht Bruder? Ist das nicht Lutz? Das ist Ihr Bruder? Ja, natürlich. Das ist mein Onkel. Wo ist das denn hier? Wo ist das? Das ist im Hotel. Das ist, wo wir uns abends getroffen haben. Der wohnt in der Schweiz und der kommt dann immer schon mal hier rüber und übernachtet dann im Hotel. Aber wir treffen uns dann mit ihm, gehen essen und dann... Sie sagten, in welchem Hotel steigt Ihr Bruder immer? Das ist Hotel Matador. Matador? Ja, da ist er immer. Als ich da angerufen habe, da hat sich eine Frau im Hotel Chelsea gemeldet. Und ja, wie gesagt, sie meinte halt zu mir, dass Sarah sich regelmäßig mit irgendwelchen Typen trifft und gegen Bezahlung. Diese Telefonnummer haben wir natürlich versucht anzurufen. Bei diesem Anruf gab es aber keinen Anschluss. Es gibt in der heutigen Zeit die Möglichkeit, sich über das Internet Telefonnummern zu besorgen, die man im Grunde genommen nur einmal benutzt und dann sofort wieder löscht. Gib mir noch mal das Foto, ja? Ja. Ich werde mir das Foto noch mal genauer angucken. Obwohl sie nicht darum gebeten wurde, erscheint die Mitbewohnerin des Opfers am Einsatzort. Den Beamten kommt das merkwürdig vor. Doch zunächst widmen sie sich dem Studium der Fotos. Eine Entdeckung wird die Ermittlungen schon bald in die entscheidende Richtung lenken. Also Hans, das ist eindeutig ein Frauenarm und diese Uhr habe ich heute Morgen schon einmal gesehen. Bei ganz genauer Betrachtung des Fotos konnte man erkennen, dass es durch ein Fenster gemacht worden ist. Denn es spiegelte sich im Grunde genommen derjenige, der fotografierte. Und daran konnte man erkennen, dass diese Person weiblich war, einen dünnen Arm hatte und eine sehr auffällige Uhr um hatte. Wen haben wir denn heute, mit welchen Frauen haben wir denn schon Kontakt gehabt? Einmal Eva aus dem Büro, die hat so eine Uhr nicht. Dann die Mutter und die Tochter und die Freundin. Sonst waren wir da noch nirgendwo. Die Freundin. Das war ein Riesenklunker. Ich habe genau drauf geachtet. Ja, wenn du das sagst. Ich hab sie nicht gesehen. Frau Struttmann. Ja, bitte. Wir haben hier zwei Fotos. Und diese zwei Fotos sind hier anonym hingeschickt worden zu Jason. Wo drauf stand, dass sich dort jemand trifft, der hier auf dem Foto zu sehen ist. Und zwar mit Männern. Okay. Und ganz ehrlich, wo ist Ihre Uhr? Ich habe keine Uhr. Ach, ich habe heute Morgen, ich bin ein Uhrenfreak, Frau Struttmann. Ich selber trage viele Uhren warum und ich weiß, ich, und ich habe ich die Uhr heute Morgen, ich habe heute Morgen gesehen, habe sie fast bewundert, gesagt, so eine hübsche Uhr. Wo ist die Uhr jetzt? Hast du etwa was damit zu tun? Nein, habe ich nicht. Warum bist du dann so zittrig? Hast du Jason etwa die Bleib Fotos geschickt? Hallo, hey, sagen Sie doch mal hier, was soll denn das? Hallo, wo rennen Sie denn? Nein, hier kommen Sie doch gar nicht raus. Legen Sie die Stange weg. Frau Strohmann, Sie machen jetzt alles viel komplizierter. Ich weiß nicht, was Sie verbrochen haben. Was habe ich denn gemacht? Legen Sie die Stange runter. Die Stange müssen Sie runterlegen. Ich wollte doch einfach nur, dass Legen ich Sie die Stange jetzt runter. Meine Güte, nee. Kommen Sie her. Kommen Sie ganz ruhig. Nehmen wir die Hände auf den Rücken. Ganz friedlich. Sagen Sie mal, was soll dieses Spiel hier? Ich wollte doch einfach nur, dass Sie mich braucht. Wer braucht, Freundin? Wer braucht. Ja, was soll denn die Scheiße? Warum hast du ich das hab das doch nur für dich getan. Ich habe mich immer um dich gekümmert. Ich habe alles für dich gemacht. Ja, aber doch nicht so. Das war deine beste Die Arm Freundin. Ist gebrochen, das Bein ist gebrochen, ist die Leiter runtergestürzt. Mann, ich wollte dich einfach nur für mich alleine haben. Geben Sie denn zu, dass Sie das gemacht haben? Du bist krank. Können Sie das mal klar sagen? Geben Sie das zu?
Ja, ich war's. Haben Sie irgendwie haben Sie Ausweise dabei? Nein. Nee? Nein. Was haben Sie denn in der Tasche? Bleiben Sie mal stehen jetzt hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Sedativ? Ja. Und Beruhigungsmittel. Wo ist das denn drin denn? Bleiben Sie ruhig stehen jetzt hier, hier kommen Sie ohnehin nicht weg. Sie Tabletten, kommen dann mit uns zur Dienststelle, weil Sie festgenommen sind. Jetzt wird mir alles klar, warum ich immer so müde und schlapp war. Da fehlt aber einiges, ne? Eine ganze halbe Packung hier, bitte. Alles raus. Die Täterin muss sich wegen Körperverletzung und Verleumdung verantworten. Ihr Opfer wird keine Folgeschäden davontragen. Weil sie nicht mehr mit der Täterin unter einem Dach wohnen wollte, lebt sie wieder bei ihrer Mutter. Mit ihrem Arbeitskollegen hat sie sich ausgesprochen. Beide nähern sich wieder an und wollen ihr Verhältnis wieder verbessern.